Willkommen zurück, liebe Freunde, zum nächsten Part Battlefield 5, Kriegsgeschichten, Under No Flag. Und wir müssen jetzt hier den Meldebunker säubern. Wir werden nach wie vor so vorgehen, wie in der letzten Folge besprochen, und zwar von hier nach da, wobei wir hier jetzt eigentlich schon alles geklärt haben. Unfreiwillig, das muss man ganz klar dazu sagen. Es gab Komplikationen, aber wie man das so kennt, es gibt immer Komplikationen, mit denen gerechnet werden muss, mit denen aber man nicht immer rechnet. Gibt es diesen Skin im Online-Modus? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie einen MG42-Skin gesehen, wo so Zeugs vorne dran ist. Sieht geil aus, sieht wirklich geil aus. Ja, hiermit hätten wir die Flugzeuge auch alle vom Himmel holen können, haben wir aber nicht getan. Okay, und nochmal. Geht das nochmal? Komm. Sieht so komisch aus, also verbuggt hier wieder. Mann, Mann, Mann. Okay. MG42, direkt am Start. Ist das geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ob das Sinn macht, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich erfahren. Da ist auch wieder so eine... Was ist das für eine Waffe? KI-7. Warum haben die Deutschen hier eine KI-7 hängen? What the fuck? Seht ihr, Freunde, Herausforderung abgeschlossen. Wir müssen alle Alarme deaktivieren. Jetzt wisst ihr schon mal, wie das geht, ne? Einfach zu den Meldern gehen und deaktivieren. Ist überhaupt nicht schwer, wie ihr sehen könnt. Ja. Was für eine Herausforderung. Wir legen uns jetzt gleich hier hin und rasieren die einfach alle mit der Säge hier weg. Ich weiß aber nicht, was für eine Feuerrate das Ding hat. Hat die 900 Schuss oder ist das die mit 1200? Das ist auch mal was, was ich gerne wissen würde. Dass der uns nicht sieht, ist krass. Du auch. Du bist auch mal mies gelaunt. Deswegen nehme ich dich mal mit. Reden die über ihre Omis mitten im Krieg. Was ist denn da los? Da vorne hängt auch noch einer. Zwei. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Herr Ober nur. Erzähl doch weiter, was wollte der Ober machen? Ich hab die Laster gar nicht. Ich glaub, wir kämen Nachschub. Wir werden noch ohne Hosen kämpfen müssen. Du könntest. Da sich die ganze Zeit hinzulegen, wird ein bisschen kontraproduktiv, habe ich gerade gemerkt. Deswegen habe ich das nicht komplett gemacht. Ich glaube, das war der Herr Oberst, den wir jetzt gerade einen Headshot verpasst haben. Schmeißen hier wieder Granaten in die Säcke. Hallo. Komm, No Scope jetzt einmal. Oh, ich habe sogar getroffen. Oh mein Gott. Davon trifft natürlich kein einziger Schuss. Okay. Ist das nur noch der eine? Wirklich? Okay, komm, wir probieren mal was aus. Ah! Wir treffen den nicht, oh Gott. Uiuiui. Hat er sich da jetzt schon wieder so ein MG gepackt, der Sack da oben? Ah ja, hat er, okay. So, bitteschön, das ist ein MG, nicht ein MG34 da oben. Verstehe ich auch schon wieder nicht. Warum haben die immer so viele MG34 da liegen? Ja, keine Munition mehr, ist blöd. Warte mal. Wir sammeln mal gerade ein bisschen was ein. Bevor wir hier gleich Besuch bekommen. Ich glaube, das könnte nämlich tatsächlich der Fall sein. Und dann wechseln wir mal zum Sturmgewehr hier. Nehmen noch die Kartoffelstangen mit. So. MP40 ist eigentlich auch nice, ne? Aber Sturmgewehr ist besser. Das wissen wir ja alle. Hm? Ach da, da sind die ganzen Viecher. Dass sich da die Schatten spiegeln von denen. Komisch. Was haben wir hier? Splittergranatgewehr aufheben. Okay.
Wollen wir das überhaupt haben? Ne, wir haben Dynamit. Komm, vergiss es. Bridger to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. Ich hoffe, im nächsten Battlefield schaffen die das, dass man die Cutscenes genießen kann und dann nicht Augenkrebs bekommt, weil das einfach so am Stottern ist. Das ist ja unglaublich. Junge, 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 was haben die denn da gemacht schon wieder? Dieses Battlefield ist einfach so gerusht worden. Es war wahrscheinlich noch halb in der Entwicklungsphase, dann haben die gesagt, ey, guck mal hier, wir haben jetzt Oktober, ne? 2018, released mal bitte. Schon wieder hier Sprachstörung, mein Gott. Ey, wir müssen bis da hinten hin, Leute. Wir nehmen wieder unseren geilen Jeep, mit dem wir hier hingekommen sind. Das ist ja wieder voll der Film, bis dahin zu latschen. Gar keinen Bock. Das ist auch etwas, was mich an Open-World-Games immer so nervt mittlerweile. Alle immer so, oh geil, Open-World und viel entdecken und so, wie beispielsweise bei Assassin's Creed und so. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn ich eine halbe Stunde brauche von dem Berg bis nach da hinten und dann wieder 37 Nebenquests habe und irgendwie 10.000 Banditen-Games, die ich machen muss nebenbei, habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Deswegen, so ein bisschen, das muss mal ein bisschen interessanter gefüllt werden und nicht immer so weitläufig sein. Und selbst wenn, dann bitte mit irgendwas, dass man da schnell von A nach B kommt. So, ist denn da noch so ein Soldat? Was ist denn da los? Fahren wir mal hier lang. So. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Okay. Ich wollte nur mal gerade checken, ob ich tatsächlich aufnehme. Ich habe nämlich Angst, dass es mir passiert, dass ich aus Versehen die Kapitel spiele, ohne den Aufnahmeknopf gedrückt zu haben. Und dann habe ich das Ganze umsonst gemacht. Muss dann eventuell wieder alles neu spielen. Das wäre natürlich nicht so geil. Mason, wo sind Sie? So viele Soldaten in diesen Spielen heißen noch alle immer Mason, ne? Genau wie bei Call of Duty. Ich glaube, Black Ops 1 war das. Mason. Yeah, look, I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you, all right? It's all gonna be fine. They've radioed a boat to come and get us. You did what? I radioed a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Useless. I fucking know that, don't I? I did rather specs on myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. No, listen to me, you're not. Oh, God. Oh, Leute. Aber auch so witzig, 10 Panzer fahren einem Jeep hinterher. Ressourcenverschwendung gibt's in diesem Spiel nicht. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a Troyer. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? They're not coming for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done.
What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Er nennt ihn schon alter Kumpel, guck mal ey. Nach zwei, drei Kampagnenmissionen sind wir schon die besten Freunde, so muss das sein. Das ist Krieg, Leute. Freundschaften und Bündnisse werden nie schneller geschmiedet als unter solchen Umständen. Zitat von mir in Battlefield. Bescheuert, ey. Ich kann nicht hören, ja. Das Problem ist aber... Oh shit, shit, shit. Okay, warte, 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 warte. Ey, 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 ey. Nicht so schnell. Oh Gott. Wir sind schon wieder fast tot. Oh, nur noch 9 Leben. Oh nein, das war doch immer dieses, dass die jetzt so Artillerie dahin schießen, oder wie war das? Oh Gott, Alter. Das ist die Stelle, wo ich am meisten verreckt bin in diesem Game. Ich sag's euch. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Oh, wie habe ich den denn nicht getroffen? Ah, jetzt. Okay. Uiuiui, uiuiui. Ui, ui. Wo kommt das denn her? Boah, da ist wieder einer. Ich muss so der Pack da vorne, wenn ich mich richtig erinnere. Mist, ey. Oh, shit. Was, wie viel hält die aus? Jesus. Okay. Da kommt aber noch mehr, soweit ich weiß. Nee, nicht Flieger, bitte, komm. Oh nö. Wo haben die denn hier so eine Anti-Air-Gun stehen? Ich weiß nicht, wo die ist. Da hinten. Oh, und da vorne. Oh, Mist. Ich gehe zu der hinteren. Ist das nur der eine? Ah ja. Jetzt kommen die wieder mit den nächsten Fliegern. Mit den nächsten Fliegern, mit den nächsten Panzern. Alter, 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 Alter. Das ist halt so hektisch, ne? Dass man hier mal so schnell von A nach B muss. Junge, Junge. Ich weiß nämlich noch, da kommen irgendwann auch nochmal so drei Flieger. Nehmt euch alle mit hier, Freunde. Naja. Was? Wie kann er das überlebt haben? The fuck? Der ist unverwundbar. Der Cheater. Okay, so. Okay. Oh, das ist keine gute Idee, sich daran zu stellen. Irgendwas getroffen, das ist schon mal gut. Diese Penner, Alter. Das ist ja unglaublich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yo! Schießen die damit nicht auf ihre eigenen Leute? Hm.
Wenn ich wenigstens wüsste, wo die wären. Eieiei. Nee, laber, die schießen auf uns. Erzähl. Ja. Ich muss erst die Infanterie ausschalten, sonst habe ich hier ein dickes Problem. Das ist echt blöd. Jesus. Da war noch einer, oder? Nee? Okay. Wo ist denn das andere Flakgeschütz? Da waren noch zwei, oder nicht? Scheiß Scharfschütze da hinten auch immer. Den treffe ich natürlich jetzt nicht. Aber jetzt. Nachdem er mich wieder fast gekillt hat. Au! Oh, ich hasse diese Mission. Die ist so schwer. Jetzt müssen wir ganz schnell hier abhauen. Aber das Ding ist immer noch nicht ganz kaputt, ey. Sorry, dass ich hier so viel hin und her latsch, aber das ist echt heftig. Hat er den jetzt erwischt? Wer macht, was wir nicht können? Ich sehe schon. Au, Alter, die haben aber auch Aimbot, das ist ja unglaublich. Ich will jetzt nicht beim letzten Soldaten sterben, deswegen warte ich kurz. Das ist gar nicht der letzte. Ah. Stirb doch, Alter. Oh mein Gott. Okay, neuer Versuch. Immer kann ich noch. Okay, nice. Jetzt ist er schon kaputt. Von wo denn überall? Ich sehe doch gar nichts, weil ich die ganze Zeit angefrackt werde. Jesus Christ. Ah. Also. Flieger. Eieiei, Flieger. Was macht der denn für Musik an? Der ist doch völlig geisteskrank. Eieiei. Die sind so geisteskrank, Alter. Jesus. Au. Jetzt hat er sich geduckt, ich glaub's ja nicht. Der Sack. Komm, zu dem laufe ich persönlich. Oh mein Gott, wie viel hält er aus? Voll der Tank.
Oh. Oh. What the fuck? Lass mich in Ruhe, Mann. 14 Leben, ich will heilen. Jesus. Ne. Ne.